zusammen und willkommen zurück zu meinem Kanal. Wer neu ist, hallo, ich bin die Juliana, Julianne auf Englisch gesprochen. Ich komme aus Kanada und ich bin seit fast 5 Jahren hier in Deutschland. Ich mache im Moment eine Physiotherapie-Ausbildung. Ich bin heute gerade zurück von meinem Praktikum zurückgekommen, nach Hause. Ja, und ich habe die Entscheidung gemacht, weil so viele von Ihnen fragen nach mehreren Deutsch-Vlogs. Deswegen, ich habe gedacht, ich kann zumindest, ich kann vielleicht ein pro Monat machen. Und dieses Mal, ich mache ohne Untertitel. Aber Sie sagen dann, wenn Sie Untertitel möchten oder brauchen, vielleicht ist es einfacher, wenn du es wenn du diese Videos nutzt zu lernen. Sie sagen dann unter dem Video in den Comments, ob sie Untertitel möchte oder nicht. In diesem Moment, ich mache mich psychologisch bereit für Joggen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach manchmal ein bisschen Angst rauszugehen und joggen. Aber ich möchte es. Ich möchte wirklich einfach rausgehen und joggen manchmal. Aber ich mache mich solche Gedanken. Ja, und deswegen, ich sage es jetzt ins Vlog, dass ich joggen gehe. Wenn ich sage es im Vlog, dann wird es stimmen. So, das ist der erste Punkt. Ich hab's geschafft, aber alles tut weh. Da waren ein paar Hügel, die waren klein, aber immer noch Hügel und das war sehr anstrengend. Und ich merke auch, dass meine Unterschenkelmuskulatur immer noch sehr schwach ist von meiner Fraktur letzten Sommer. So, ja, aber ich bin ziemlich stolz auf mich, dass ich habe, einfach rausgegangen. Ja. Und jetzt muss ich was trinken. Und ich muss auch duschen. Weil, ja. Geschafft! Guten Morgen, es ist jetzt der nächste Tag. Gestern, ich war so K.O., ich war so müde, dass ich habe einfach Harry Potter angeschaut und war froh ins Bett und es war eine schöne Abend. Ich denke, nach einer Anstrengung ist dann eine Pause immer noch besser. Ja, so es war schön entspannt. Heute soweit habe ich einfach die Wohnung sauber gemacht, geputzt, aufgeräumt, alles in jedes Zimmer. Ich habe alle die Bettwäsche gewaschen. Ich habe auch alle die Boden mit der Saubschaube. Dieses einzige Wort kann ich nicht sagen. Saubsauber. Staubsauber. Ja. Ich habe das gemacht. Die Waschmaschine, Spülmaschine, alles. Ja. Und jetzt, ich fühle mich wohl in meiner Wohnung nochmal. Ich denke, in die letzte Woche, ich habe, ja, ein bisschen Neglect zu meiner Wohnung gemacht. Aber jetzt ist viel besser. Wenn du meine letztes Vlog gesehen hast, dann würdest du sehen, ich habe Posters bestellt für diese Wand hier. Ich möchte ein bisschen mehr Farbe in der Wohnung und ich habe Prints bestellt und jetzt habe ich auch die Bilderrahmen bekommen. So, ich zeige gleich, weil die sehen echt schön. Hier sind die zwei großen Prints. Diese sieht viel schöner als diese im Moment. Die einzige, was gefällt mir wirklich nicht von diesen Rahmen, ist, die sind ein bisschen
ein bisschen billig und das ist dann ein Plastikteil, aber es ist wie es zu klein ist für die Rahmen. Gestern Abend, ich habe es gemacht und es passt rein, aber es ist einfach rausgefallen. Ja, aber hier sieht es ein bisschen schöner aus. Ich muss überlegen, wie ich kann das besser machen. Ja. Aber trotzdem, die Bilder gefällt mir sehr. Ich denke, sie sind echt schön. Ich habe auch die zwei kleinere. Dieser Kron Espresso Print hatte ich schon eine Bilderrahmen, das passt. Und die, ich habe auch eine Bilderrahmen bekommen. Es ist von der gleichen Marke als die. Aber es ist, ich denke, viel mehr hochwertiger. Es ist Glas vorne und ein bisschen schöner vielleicht. Und die einzige ist, dass es passt nicht perfekt rein. Die Bilder ist ein paar Millimeter zu breit. Und ich muss dann ein ganz bisschen auf beide Seiten schneiden. Ich denke, ich mache das jetzt. Und dann schauen wir alle Bilder zusammen in den Rahmen. Stressful and unpleasant experience. I hope it looks okay. Maybe not like the straightest line, but I just tried to shave off like a millimeter. So I'm gonna put it in the frame, see if that's made a difference. Still, so I want it to be like symmetrical still, so I'm gonna really try and carefully trim off a tiny bit from the other side. But also, like, even if the edges aren't like perfect, they're gonna be hidden by the frame, so you won't be able to tell after. Und jetzt haben wir alle Bilder zusammen. Muss immer noch nachdenken von die zwei, von die Bilderrahmen. Aber sonst, ich denke, die sehen super zusammen. Die sind nicht zu ähnlich, aber auch nicht zu wild. Guten Abend. Ich bin jetzt direkt von der Praktikum zurückgekommen nach Hause. Wir überlegen für unsere Bildwand, wie wir es machen. Wir machen erst ein bisschen Abendessen und dann
ich denke, dann machen wir alle Bilder auf der Wand und es wird ganz schön sein. Aber ich denke, ich beende diese Vlog jetzt, dass ich es hochladen kann, weil jeden Abend diese Woche haben wir so viel zu tun. Gestern, ich wollte auch den Vlog beenden und dann hochladen. Aber ich mache das heute und ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis nächstes Mal. Tschüss!